So, ich würde mal sagen, ich gehe durch die Tür und mache dann eine Aufnahmepause. Von daher bis zum nächsten Mal. Don't fail me again. Mikrofon. So, da bin ich wieder. Hilfe! Holt mich hier raus! Hör zu, die Fledermaus kommt. Wenn du sie siehst, schick die nervenden Ärzte zur Hölle. So heißt doch das Ding da unten, oder? Ja, mit denen geht's bergab. Gut, und denk dran, wenn du hörst, dass eine Manschette Alarm auslöst, ist Batman hier. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Ich bin doch gerade erst durch die Tür gegangen. Ich habe doch noch gar keine Ahnung, was hier irgendwie, wieso und weißt du und also eigentlich, also ich wollte erstmal Hallo sagen, bevor ich hier wieder mitten ins Dings geworfen werde. Aber okay. Keine Zeit, die Steuerung auswendig zu lernen. So, wer Dings denn jetzt hier? Wie? Der da oben ist der, der den ganzen Kram kontrolliert. Den soll ich zuerst ausschalten. Okay, Bats, beweg dich. Okay, der guckt in meine Richtung. Ist nicht so geil. Oh, warte mal, hier geht's runter. Perfekt. Okay, den ersten habe ich umgangen. Ganz doof. Ganz doof. Wo muss ich eigentlich hin? Ich muss da irgendwie hoch. Und hier komme ich nicht irgendwie hoch. Keine Chance. Keine Chance. Natürlich hat er keine Chance. Er muss ja Leute retten. Okay. Dreh dich weg und weh, du drehst dich um, während ich hinter dir bin. Das gibt Ärger. So, und jetzt das hier ganz leise. Weg. So. Übrigens, ja, ich weiß, ich spiele hier gerade Batman und nicht Star Wars, aber mir war gerade so. Wir brauchen hier im Gewächshaus bestimmt Atemgeräte. Wie komme ich jetzt auf die Idee, mit X da hoch zu wollen? Gottchen, nee. Okay, der Typ ist da drin und sieht mich nicht, weil er zu doof ist, durch Scheiben zu gucken. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Nein, tu ich nicht. Ich leg mich nicht mit euch an. Alter, aber mein Controller legt sich mit mir an. So weit, so schön. Wie komme ich jetzt wohin am besten? Da ist... Was ist das denn? Achso, nur ein Skelett. Halt. Kein Gleittritt. Wir müssen uns erst an dem Typen daran schleichen. Aber wie mache ich das? Ich meine, oder habe ich was falsch verstanden? Ich soll doch erst den Typen da hinten ausschalten, oder? Los, schieß mich ab. Ich dachte, du würdest länger durchhalten. Gut, bevor ich hier sinnlos irgendwelchen Mist probiere. Halt die Fresse. Hilf mir! Bevor ich hier sinnlos irgendwelchen Mist probiere, versuche ich jetzt doch erstmal aus. Ist gut. Versuche jetzt doch erstmal aus, was passieren würde. So, was passiert, wenn ich den jetzt hier ausschalte? Schlägt er den Alarm und die Leute fallen runter? Bestimmt, oder? Sag ich doch. Neustart vom Kontrollpunkt. Also muss ich mich an denen vorbeischleichen. Gut, willkommen zu 3 Stunden Batman schleicht durch die Gegend. Ihr kennt das ja mittlerweile. Immerhin ist es kein Rätselspaß. Den finde ich doch so lustig. Wisst ihr noch? Die 5 Teile? Oder waren es 4? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ist schon wieder 2, 3 Tage her.
Fingerabdruck-ID Harley Quinn. Ach ja, das sind wir, da sind wir noch. Guckt er nicht hin? Der guckt nicht hin. Zumindest ist er zu doof, mich zu sehen, was schon mal ein guter Anfang ist. Und jetzt schießt er mir gleich in den Rücken. Pass auf. Es gibt... Ja, macht er nicht. Es gibt übrigens vom Arkham City Batman mittlerweile sogar eine Hot Toys-Figur. Das heißt mittlerweile, ich glaube, sie kommt bald raus. Zumindest wurde sie angekündigt. Aber sieht irgendwie viel bulkier aus, als ich es gewohnt bin. So als hätte er irgendwie Muskeln ausgeweitet über die ganze Schulter. Also der ganze Nacken extrem riesig. Sieht teilweise ein bisschen komisch aus, aber wahrscheinlich nur ein Prototyp. So. Macht das Sinn anzusprechen, was ich demnächst vorhabe? Eigentlich nicht, oder? Denn wenn diese Folge hier rauskommt, dann läuft Schatten von Mordor ja schon längst. Ja, keine Chance, keine Chance. Ich weiß, dass ich keine Chance habe, aber lasst es mich doch trotzdem versuchen. Okay, was ist, wenn ich jetzt... Ach, warte, 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 da könnte ich hinkommen. Bingo! Habe ich nicht gesehen vorhin. Sorry. Ja, doch mal auf, dauernd zu dingsen. Okay, wie mache ich das jetzt am blödsten? Wo ist denn er? Er steht hier und guckt nach da. Ich würde jetzt gerne quicksaven, aber ich glaube, das geht in dem Spiel nicht. Batman ist so gut. Okay, wenn ich schnell genug bin, könnte ich den Typen ausschalten und den da oben umringen. Aber ich glaube, nö. Macht das Sinn? Nee, hier komme ich ja her. Das macht keinen Sinn, da runter zu springen. Alles ruhig. Komme ich da rumgeflogen? Nö. Okay, also folge ich ihm jetzt bei seinem nächsten Gang einfach und werde ihn kurz bevor er sich umdreht ausschalten, in der Hoffnung, dass ich den Typen da oben genauso schnell ausschalten kann. Oh Gott, das wird so ätzend. Scheiße, das war jetzt blöd von mir. Ich dachte mir, ich könnte mal eben rüberschwingen über den Geländer und ja, habt ihr nicht gesehen, so. Aber man muss ja echt jedes Mal diese scheiß Sequenz hier abspielen, ich weiß es doch mittlerweile, so. Bla bla bla, kenne ich, bla bla bla, bla, bla 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 bla, bla, los, weiter. Entdeckung. Eckendeckung, okay, nicht Entdeckung, aber ist ja auch egal, ist ja auch egal. Guck weg, du Depp! Geh weg! Sofort! Muss man immer erst anknurren, die Typen, sonst machen die nichts. Okay, diesmal keine dummen Ideen, diesmal straight forward der Plan. Immerhin habe ich mindestens schon wieder 5 eurer Minuten verschwendet. Ich werde Arkham City übrigens nicht auf schwer spielen. Ich habe keine Lust mehr auf schwer. Schwer war eine doofe Idee, aber wenn ich das jetzt ändern wollen würde, müsste ich das ganze Spiel von vorn anfangen und da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Wahrscheinlich werde ich es dann beim Endkampf trotzdem machen, weil der ätzend ist. Aber bis dahin ist ja noch eine Weile. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte eigentlich bei der letzten Aufnahme, die um die 4 Stunden ging, ich würde das Spiel schon ziemlich gegen Ende kriegen, aber im Endeffekt habe ich kaum was geschafft. Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Komm, schnell, 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 schnell! Auf ihn so lange zu würgen! Die Hauptbedrohung habe ich ausgeschaltet, aber die Geiseln sind immer noch in Gefahr. Du hast mein Puzzle gelöst, Batman! Ich habe jemanden gefunden! Erinnerst du dich an meine Alarmsignale? Ihr könnt doch nicht mal ein Taxi anhalten. Shit. Wer ist hier? Lass die mich nicht finden.
Boah, endlich gibt es diesen Schacht hier. Okay, warte, den kriege ich auch noch ausgeschaltet. Da muss ich nur den hier nehmen. Und wieder einer weniger. Und jetzt gucke ich mich mal hier ein bisschen um. Mhm. Haben wir eigentlich schon die Joker-Karte? Ja, schöne Scheiße. Da kann ich ja gleich ein bisschen mich umsehen, während ich den Typen da draußen noch versuche zu beseitigen. Was ist das denn? Sieht interessant aus. Ich will langsam mal wieder einen anderen Viso haben. Das Grün wird langsam langweilig, auch wenn es sehr schön zu unseren Rätselstündchen passt. So, weg mit dem Gitter. Okay, da ist der Gnu. Du kannst es schaffen, Kumpel. Oder warte mal, wie wäre ich hier jetzt zufällig? Oh ja, wahrscheinlich gibt es hier einen super Weg, um den Typen einfach... Ach, ist mir zu doof. Ich gehe von oben ran. So, komme ich wieder hoch. Na, Gott sei's gedankt. Warum sowas überhaupt in Arkham ist, habe ich beim letzten Mal schon mal angesprochen, dass ich da keine Ahnung habe, oder? Hüpf. Mist. Ich sollte nicht so viele Geräusche zu dem ganzen Kram machen, denn wer weiß, ob ich den Kram wieder synchronisiert bekomme. So. Oh, super, der hat funktioniert. Ich bin ja begeistert. Schneller! Schneller! Bumm! Hahaha! Und Update. Great. Ich bin mir gerade nicht sicher. Mhm. Joker wollte, dass der Eingang zur Titanproduktionsstätte bewacht wird. Ich sollte Harleys Spur folgen, sodass ich ihn finden kann. Wir können auch erstmal mit den Leuten ab. So, was haben wir denn noch? Wir haben 1, 2, 3, 4, 7 Finger. Längere Betäubungszeit habe ich bisher nicht gebraucht eigentlich. Ne, brauche ich bisher auch nicht. Gefahrenfall wird bla automatisch. Nö. Okay, die Chiffrierungsfrequenz erhöhen könnte uns ein bisschen Zeit sparen, aber bisher hat es ja immer Spaß gemacht. So, was haben wir hier? Kombo-Batarang. Während einer Kombo-Batarang mit diesem bla... Okay. Was? Verbessert während einer Kombo den Batarang, mit dessen Hilfe Gegner ausgeschaltet werden können. Ja, nee, irgendwie nicht so. Dieses Objekt ist noch nicht verfügbar, gut, ist also außer Debatte. Ermöglicht Batman nach einer achtfachen Kombo ein sofortiges Ausschalten, das nicht abgewehrt werden kann. Mhm. Nicht abgewehrt werden kann von ihm. Heißt das, ich kann auch nicht kaputt gemacht werden? Was ist das jetzt auf einmal? Spiel? Was sollte der Scheiß? Moment. Verlässt er hier einfach das Spiel? Willst du mir irgendwas sagen, Steam? Ich glaube nicht. Nö, alles beim Alten. So, weiter geht's. Ja, okay. Wo war ich? Ich war nach einer Spezialkombo, kann Batman weitere Attacken aneinander rein. Gut, nicht, dass ich der große Dings-Experte wäre, der Kombo-Experte. Achso, die Maus hat sich gemeckert. Das war der Maus auf dem Rücken legen. Hm. Ja, komm, nehme ich das in der Hoffnung, dass man mich nicht niederschlagen kann, wenn ich es benutze. Und als nächstes wird der Sequencer erarbeitet. Aha, B und Y, das sind die beiden oben. Das andere sind A und X und Wurfrichtungen. Okay, links, rechts, kriege ich alles hin. Oh. Special Combo Boost. Nach dem Erreichen einer fünffachen statt einer achtfachen Combo können jetzt speziell Combo Moves eingesetzt werden. Ach so, also ist das jetzt auch verfügbar. Gut, der Sequencer wird beim übernächsten Upgrade genutzt. Und jetzt erstmal gucken, wie ich hier wieder Fuß fasse.
Ja, sieht nach einem Geheimgang aus. Ich will aber erst mit den Dödeln da unten reden. Die mir wahrscheinlich gleich sagen werden, ey, da oben ist ein Geheimgang. Hey, Robert Sterling. Tut mir leid. Ich dachte, ich arbeite für Dr. Young. Ich wusste nicht, dass Joker dahinter steckt, bis er ins Labor platzte. Wo ist das Labor? Geht zurück, ich komme immer durch. Es gibt eine versteckte Tür, aber naja, sie ist versteckt. Ich finde es. Bleib hier. Hidden Door ist hidden. Ich habe dieses Meme bis heute nicht verstanden, aber... Captain Obvious, was haben wir hier Hübsches? Ein Tonband. Wir haben ihn gefunden. Auch ohne sie. Der arme Mann hätte sterben können. Ach ja? Er hat eine Frau. Ein Kind. Die Pflanzen, die er zu Boden trampelt, haben auch Kinder. Die Sporen, die er einatmet und zerstört haben, Nachfahren. Wieso soll es ihm anders ergehen? Ihr Menschen ignoriert doch, was vor euer aller Augen geschieht. Ich lehne es ab, das Wohlergehen der Pflanzen über das der Menschen zu stellen. Und deshalb verlieren sie. Es passiert mehr, als sie sich vorstellen können. Alles ist miteinander verbunden. Ich kann nicht anders. Ich muss mir sie jedes Mal mit riesengroßen Augen vorstellen, wenn sie das sagt. Als wäre sie total begeistert von allem, was sie macht. So, hui, und toll, und Mann, und bla bla bla. Und eigentlich ist es doch alles super logisch, was ich tue. Hätte ich jetzt eine Webcam, würde man sehen, was ich meine.